Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video mit mir. Ich habe bei Temu bestellt. Ich habe mich lange zurückgehalten. Und jetzt, wo das Thema kein Mensch mehr interessiert, dachte ich, hey, ich bestelle mal bei Temu. Es wird also ein Kunst- und DIY-Haul, denn ich habe auch noch bei One Day in Saving bestellt. Fangen wir mit Temu an. Damit das nicht ganz so langweilig wird, vergleichen wir Temu mit AliExpress. Denn früher gab es nur AliExpress, wenn es um günstige China-Ware ging. Wir schauen, wie lange der Versand dauert, ob es bei den einen oder anderen schneller geht, und wir schauen uns die Preise an. Los geht's. Kommen wir erstmal zu der Versandzeit. Das hat so lange gedauert, dass ich gar nicht mehr weiß, was da drin ist. Ich habe jetzt nachgeguckt, es hat genau 4 Wochen gedauert. Am 3. Februar habe ich es bestellt und am 3. März kam es an. Im Vergleich zu AliExpress, ich habe mir die letzten Bestellungen angeguckt, die ich bei AliExpress gemacht habe, die waren alle zwischen 10 und 14 Tage. Ich hatte in den letzten halben Jahr keine Bestellung, die länger als 14 Tage gedauert hat. Also das Doppelte, obwohl ich überzeugt davon bin, dass es quasi aus demselben Lager kommt. Aber fangen wir mal an auszupacken. Ich weiß echt gar nicht mehr, was ich bestellt habe. War aber natürlich alles super, super wichtig, super wichtig. Und ohne das kann ich ganz bestimmt nicht leben. Das weiß ich, glaube ich, sogar, was das ist. Das weiß ich tatsächlich. Das Ding habe ich bei der kreativen Hexe gesehen. Und das musste sofort auf meine Wunschliste. Jetzt müssen wir einmal gucken, wie das ging. Ah, jetzt weiß ich. Jups. Jups. Das ist ein Kreiszeichner. Ich bin mega gespannt, ob er wirklich schöne Kreise zeichnet, denn hier sind ja diese Hubbelchen, oder? Weil das so eine Blätter sind. Das werden wir gleich ausprobieren. Ich blende euch die Preise immer ein und wenn ich das Produkt auf AliExpress finde, dann blende ich die Preise ebenfalls ein, damit wir auch einen Preisvergleich zu AliExpress haben. Das nächste Ding, Marker. Da bin ich auch sehr gespannt. Und zwar gehen mir langsam meine grauen Marker aus. Und ich habe mir so eine Kollektion aus verschiedenen Grautönen bestellt. Obwohl das jetzt schon auf der Kappe gar nicht mehr grau aussieht. Wir werden es testen. Ich bin gespannt. Dann habe ich mir so ein Ding geholt. Ich blende euch mal das Foto ein, wie es aussah. Das ist ein Stiftehalter für Sketchbooks. Der glitzert schon mal schön. Mal gucken, wir probieren es aus, ob das auch wirklich funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Sieht sehr stabil aus. Sieht gut aus. Auch innen sieht das gut aus. Das Einzige, der ist halt schon ziemlich fest. Und der, ich befürchte, dass er Schrammen ins Leder ziehen könnte. Aber das kann man ja mit den Fingern ja auch ein bisschen lockern, wenn man da Angst hat. Aber an sich gefällt mir das sehr gut. Der tut, was er soll. Und der Preis war auch unschlagbar. Kommen wir zu der nächsten Sache. Ein Tütchen im Tütchen. Ein Tütchen im Tütchen mit Tütchen.
Das war ja unnötig, die Umverpackung. Das Ding sieht unscheinbar aus und tatsächlich kann man es für verschiedene Sachen benutzen. Es hat eine Klebefläche hinten. Man könnte es als Pinselhalter benutzen, damit die Pinselspitze nach unten hängt und abtropft. Ich möchte das aber an meinen Tisch kleben, um, so wie auch auf dem Foto zu sehen, um ein bisschen Herr über mein Kabelsalat zu werden. Heutzutage hat man ja meistens Malvorlagen auf dem iPad oder man schaut sich ein Video an beim Malen und somit braucht man auch ein bisschen Struktur auf dem Arbeitsplatz. Jetzt kommen wir zu der größten Sache. Und das ist auch schon tatsächlich die letzte Sache. Wer weiß schon, was das ist. Und zwar ist es ein Pinselhalter, den man sich mit Klebefolien an den Tisch kleben kann, an einen Tischrand. Entweder für Pinsel oder für Stifte. Es hat hier unten auch Löcher. Man kann es sogar als Abtropfschale benutzen, wenn man sich unten ein bisschen was drunter packt. Ich leide unter chronischem Platzmangel und da kommt es mir ganz gut zu Hilfe. Ich hatte das geplant, hier so an diese Tischkante zu kleben, aber irgendwie finde ich, weiß ich nicht. Das müsste auch breiter sein, damit es stabiler ist. Ich bin mir nicht sicher und irgendwie sieht das komisch aus. Eine Sache habe ich noch gefunden. Ich dachte schon, es wurde nicht mitgeliefert. Und zwar habe ich mir einen Staubpinsel bestellt. Also als erstes ist er wunderschön. Den braucht man für verschiedene Dinge. Zum Beispiel bei Diamond Painting muss man immer wieder was abstauben oder wenn man mit Glitzer arbeitet. Man kann natürlich damit auch versuchen zu malen. Und das Erste, was mir auffällt, der sieht ja zwar hübsch aus. Ich habe schon so einen. Ich wollte mir einen neuen besorgen, weil meiner schon ein bisschen ranzig aussieht. Und das Erste, was mir auffällt, ist, ich glaube, der ist ein bisschen kleiner. Ich hole mal meinen alten als Vergleich. Yep. Das finde ich doof. Ich wollte genau denselben haben. Der ist um einiges kleiner. Da habe ich wohl nicht richtig hingeguckt. Meiner ist bestimmt auch schon um die 5 Jahre alt. Dafür sieht er auch noch gut aus. Aber ich dachte, es wird mal langsam Zeit für einen neuen. Schade, dass er kleiner ist, aber was soll's. Vielleicht hole ich mir noch mal einen in einer größeren Größe. Dann habe ich zwei. Ich glaube, ich habe jetzt gefunden, was mich stört. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was mich stört. Also irgendwie auf dem Foto ist er so drauf. Liegt genau an und irgendwie sah die Oberfläche, die hier drauf war, größer aus. Das fühlt sich jetzt irgendwie so unstabil an. Wenn ich den drauflege, dann wackelt er die ganze Zeit. Ich muss ihn dann so aufkleben, so dass er vom Tisch absteht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woran das liegt und das liegt hier an diesem mittleren Teil. Dieses mittlere Teil steht über. Das heißt, und die Dinger sind dann nicht auf einer Ebene. Das heißt, man klebt das quasi hier. Ich weiß gar nicht, ob die Klebebänder dann überhaupt noch passen. Irgendwie, ich weiß nicht. Bei dem Ding muss ich mir noch überlegen, was ich damit mache. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, das an meinen Tisch zu kleben. Ich werde es mal auf dem Artex-Papier die Marke ausprobieren. Und da haben wir schon das erste Problem. Der erste ist unter den Tisch gerollt. Der zweite auch. Ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber ich hatte bis jetzt nur Marker, die halt nicht rollen. Deswegen. Anscheinend habe ich mir jetzt Stifte geholt mit einem Problem, von denen ich nicht wusste, dass es dieses Problem überhaupt existiert. Die Stifte, die rollen. Aber nee, das ist wirklich ein Problem. Guck mal, selbst die Stifte, selbst die Marker, die sonst rund sind, die haben hier zum Beispiel nur Nüpsel, dass das nicht rollt. Mir sind jetzt drei Stifte liegen jetzt bei mir auf dem Boden. Die haben eine super glatte Oberfläche und rollen mir ständig vom Tisch runter. So, die haben hier einmal eine dünne Spitze. Und so eine Spitze.
Ich bevorzuge eigentlich auch eine Brushspitze, aber eigentlich komme ich auch mit der Spitze klar. Toll ist schon mal, dass hier alles drauf gezeichnet ist, dass man weiß, was auf welcher Seite ist. Ich teste jetzt mal ein bisschen vor mich hin und am Ende kommt das Fazit. Jetzt habe ich ein komisches. Jetzt habe ich ein komisches eiförmiges Ding gemalt und denke gerade, hey, ich habe doch jetzt einen Kreiszeichner. Also seid mal ehrlich. Seid doch mal ehrlich. Ich glaube, es gibt keinen Künstler auf dieser Welt, der in der Lage ist, einen perfekten Kreis zu zeichnen, oder? Es sind doch alles nur so diese Mathematiker und Ingenieure, die perfekte Kreise zeichnen können. Ich kenne auf jeden Fall keinen Künstler, der einen perfekten Kreis zeichnen kann, Freihand. Dann testen wir das mal aus. Wollen wir es mal mit Bleistift? Nehmen wir mal Feinliner, damit wir auch sehen, was wir da machen. Ich bin gespannt. Wenn das Ding funktioniert, wird es mein Leben bereichern. Wenn es jetzt irgendwie Hubbeln hat, es hat Hubbeln. Es hat, genau das meinte ich. Diese Dinger, ist doch logisch, dass die Hubbeln verursachen, oder? Seht ihr, was ich meine? Tschick, tschick, tschick. Ja, das, darauf hätte ich auch vorher kommen können. Naja, in der Realität brauche ich jetzt wahrscheinlich auch kein komplett ideal gezeichneten Kreis, sage ich mir jetzt selber, um die Sache gut zu reden. Aber ja, hier, selbst im Video, ihr seht das ja hier, ne? Seht ihr das? Das sind so Zacken. Zack, 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 zack. Das kann ja kein perfekter Kreis werden. Ich weiß nicht, warum mir das nicht vorher aufgefallen ist. Hört ihr das sogar? Das hört man sogar. Das hört man sogar wie so. Also für meine Zwecke wird es reichen. Es ist immer noch ein besserer Kreis als mein komisches Ei Freihand. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr einen perfekten Kreis haben wollt, dann ist das nicht dafür geeignet. Das Ding war das teuerste von allem, was ich bestellt habe. Sieht auch einfach halt geil aus, ne? Wenn es jetzt hier irgendwo so liegt. Das sieht so irgendwie Cyberpunk-mäßig aus. Aber irgendwie ist es auch ein Fehlkauf. Naja, na gut. Wir schauen jetzt einmal, ob sich die Marker gut verblenden lassen. So, ich bin fertig mit Testen. Als erstes, die sind gar nicht schlecht.
Die erinnern mich von der Qualität an die Marker von Action. Und tatsächlich finde ich die auch gar nicht schlecht. Ich bin jetzt, also ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Markertyp, ne? Ich male nicht so oft mit Markern. Überwiegend nur zum Inktober. Aber ich finde dieses Verblenden und allgemein, ich benutze sehr gerne Grautöne von Markern. Irgendwie finde ich das geil. Die haben das kommt in der Kamera nicht immer so geil rüber, aber die haben immer, die Grautöne von Markern haben einen richtig geilen Unterton. Entweder ein bläuliches oder ein lilanes oder also die Farben sind komplex. Und hier ist es auch ebenfalls der Fall. Also erstens, das Erste, das Schwarz ist kein Schwarz. Das Schwarz ist, ja, bei euch kommt es ganz gut rüber, ne? Das Schwarz ist irgendwie so ein bläuliches Grau. Die Farben ähneln sich sehr. Die zwei, die zwei, die zwei. Aber die Grautöne, die springen auch immer nur eine Farbnuance weiter. Hätten sie jetzt Stifte gegeben, die immer einen überspringen? Ich hätte es idealer gefunden, wenn sie ein Paket zusammenstellen von grauen Markern, die immer eins überspringen. Wir haben hier 12 Stifte. Und man kauft sich 12 Stifte und denkt, oh mein Gott, dann habe ich ja wirklich 12 verschiedene Grautöne. Pustekuchen. Selbst wenn ich das jetzt darüber gar nicht meckere, die Abstufungen sind minimal, aber sie sind da. Aber das, was ich richtig kacke finde, ist das, was ihr hier nicht seht. Genau aus diesem Grund, weil es ihr hier nicht seht. Der letzte Grauton, den ihr hier noch seht, ist dieser hier. Einer von denen ist ein Blenderstift. Das ist in Ordnung, dass man den nicht sieht. Der ist zum Blenden da. Aber die zwei Töne, das sind einfach auch Blenderstifte. Die siehst du nicht. Die sind nicht vorhanden. Ich habe also erstens kann ich die Hälfte davon schon mal streichen, weil das zwei immer die identische Farben sind. Plus die zwei Stifte kann ich auch schon mal streichen, weil das ebenfalls Blenderstifte sind. Das heißt, von 12 Stiften, im Endeffekt von 12 Farben, sagen wir mal 11, weil der Blenderstift zählt ja nicht, von 11 Farben, von 11 Grautönen, die ich mir erhofft habe, habe ich im Endeffekt 4 oder 5. Weil die anderen entweder die gleiche Farbe haben oder nicht sichtbar sind. Und das Schwarz ist auch kein Schwarz. Als Vergleich habe ich diese Zeichnungen gemacht. Also erstmal habe ich allgemein einmal geschaut, wie sie sich verblenden lassen. Sie lassen sich super verblenden, das sieht man hier. Dann habe ich aber einen Vergleich gemacht, wie ist es, ob ich jetzt einmal den Blenderstift benutze oder ob ich diese Stifte zum Verblenden benutze. Sieht man einen farblichen Unterschied zwischen den zwei? Nein, man sieht keinen farblichen Unterschied. Also das sind einfach auch ebenfalls Blenderstifte. Die sind so hell, ihr könnt die hier nicht sehen. Ich habe jetzt 5,83 € für dieses ganze Set bezahlt. Nach meiner Rechnung habe ich ja effektiv also nur 5 Stifte. Das bedeutet etwas über 1 € für einen Marker. Ist okay. Ist okay. Im Endeffekt habe ich jetzt für das alles 30 € ungefähr bezahlt. Hat sich das gelohnt? Nö. Bestelle ich nochmal bei Temu? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bleibe bei AliExpress. Früher, wenn ich mir schon Krimskrams aus China bestellen will, dann bleibe ich bei AliExpress. Früher gab es das Problem bei AliExpress, dass man nur mit Kreditkarte bezahlen konnte. Jetzt kannst du auch mit PayPal bezahlen. Also sehe ich keinen Sinn drinne, bei Temu zu bezahlen. Ich habe aber auch noch keinen, also ihr werdet gleich den Preisvergleich sehen. Ich habe den zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Vielleicht ist es auch Temu wirklich so super günstig. Dann ja, dann weiß ich nicht. Aber im Grunde genommen ist es Krimskrams. Am coolsten fand ich tatsächlich dieses Ding hier. Kostet 49 €, sieht jetzt schief und krumm aus, aber es funktioniert super. Kann man sich zurechtbiegen. Finde ich super praktisch und das gefällt mir tatsächlich aktuell am besten. Jetzt geht's aber weiter mit dem nächsten Paket. Ich habe wieder Post bekommen. Ich habe wieder Post von One Day Saving bekommen. Das Größere haben sie mir selber zugeschickt, das Kleinere habe ich vorher selber bestellt. Fangen wir erstmal damit an, was ich mir selber bestellt habe.
Und zwar, wie angekündigt, habe ich mir das riesige Gorilla-Motiv bestellt, in was ich mich unsterblich verliebt habe. Ich blende euch das mal ein. Und das ist riesig. Und hier gibt es 3 Milliarden klitzekleine Steinchen dazu. Und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, das sind jetzt diesmal runde Steine, ob es mit runden Steinen genauso viel Spaß machen wird wie mit den großen eckigen. Und jetzt kommen wir mal zu dem spannenden Teil. Mal gucken, was die mir selber zugeschickt haben. Eins, zwei, drei, vier. Gleich vier Motive. Das war ein Vierer-Set. Ich blende euch mal die Motive ein. Und bei jedem Motiv ist wie immer so ein Starter-Set dabei. Und auch hier sind ebenfalls runde Steinchen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Weiter geht's. Dann ein Set voll mit Schiffchen. Und zwar, wenn ich jetzt so ein riesiges Motiv habe, wie den Gorilla, dann möchte ich mir das nicht ständig, da muss ich die Steinchen ja irgendwie aufbewahren und möchte die nicht ständig immer wieder neu sortieren. Also habe ich mir so ein Set ausgesucht, das kann man so ineinander machen, übereinander stapeln, entweder so aufeinander oder so nebeneinander. So. Schade, dass da ein Deckel wäre noch sch nicht schlecht für die letzte Stufe. Aber so kann ich die Steinchen dann aufbewahren und muss sie nicht immer wieder raus und rein in die Tütchen einsortieren. Das ist schon mal sehr praktisch. Was haben wir da noch? Achso, dann habe ich mir so eine Aufkleber noch aussuchen dürfen. Und zwar ist es dafür da, um die Beutel zu beschriften, beziehungsweise wenn man die Steinchen immer umfüllen möchte, um das zu beschriften. Und zu guter Letzt, das werde ich ja noch brauchen, auch noch viel davon brauchen, noch mehr Kleber, um die Steinchen zum Schluss zu befestigen. Das ist also meine aktuelle Ausbeute. Ich freue mich sehr darauf, mit dem riesigen Gorilla-Bild anzufangen. Wenn ihr auch Lust bekommen habt, dann schaut mal bei denen gerne in der Seite vorbei. Ich werde euch auch unten einen Rabattcode verlinken. Wird wahrscheinlich dafür Jahre oder Jahrzehnte brauchen. Ich werde immer mich dran setzen, wenn ich mal Bock habe. Ich habe mir noch nicht überlegt, wohin mit diesem Monster, wenn ich mal keinen Bock habe dran zu arbeiten, beziehungsweise auch keine Zeit habe dran zu arbeiten und andere Projekte habe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich fange mal an. Machen wir es wie immer. Das ist ein Problem für das Zukunfts-Ich. Nö. Dam-da-da-dam. Das ging doch schneller als gedacht. Ich habe wie eine Wahnsinnige Tag und Nacht dran gesessen und konnte nicht davon ablassen. Ich habe insgesamt genau einen Monat dran gearbeitet und genau gesagt 63,2 Stunden. Bitte nicht nachmachen, mein Rücken und mein Nacken sind hin. Ich weiß jetzt gar nicht, wohin damit, ob ich es tatsächlich aufhängen will oder nicht, aber es hat schon Spaß gemacht. Also ich bin ein bisschen süchtig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin süchtig. So, das war mein kleiner Art-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema. Bestellt ihr regelmäßig bei Temu? Und wenn ja, habt ihr Empfehlungen für mich? Sagt diejenige, die davor gesagt hat, dass sie bei Temu nicht mehr bestellen will. Hinterlasst mir ansonsten gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!